Er wird von der Seite hier nicht angegriffen. Gut. Dann können wir runtergehen. Boah, Junge. Der Kollege, ey. Nichts zu holen, zu plündern. Ah, Junge, ey. Was ist denn los jetzt? Das offene Fenster. Mir ist aufgefallen, im Fliegengitter von mir haben sich ultra viele Pollen gesammelt. Ich wette, an den ganzen Pollen haben sich ja natürlich auch richtig viel Staub gesammelt. Und an dem Fliegengitter. Und das ist so richtig kacke für die Stauballergie. Oh. Gerade noch Insekt, aber jetzt ist es wieder weg. Keine Ahnung, es ist wirklich fast das Gegen. Fast. Jetzt fällt mir ein, können wir nicht mittlerweile vielleicht sogar eine bessere Waffe tragen? 73 hätten wir. Curve 83 zur Not. Wir könnten auch auf zu 85, aber dann hätten wir 10 mehr ohne den Zweihänder-Bonus. Nee, leider nicht, okay. Nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu plündern. Das ist nicht so blöd holen. Okay. Okay. Nee. Was ist das hier überhaupt? Warum ist das hier so? Und war der jetzt so ultra schwach? Schwach, Harry. Du bist kein guter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch, dem Gutes widerfahren ist. Ja, always at first, ne? Ist bei dem wichtig. Nee, erst healen. Und ein Stück Fleisch. Protein. Bisschen Mana, Mana. Boah, ich dachte, ich hätte gerade starten gedrückt, ne? Ich hätte geweint. Okay. Hey, warum hält der jetzt so viel aus? Check ich nicht. So, Höhen ist echt immer Key hier in dem Game, ne? Sehr dunkel, das ist gar nicht gut für euch, für eure Äuglein. Mach doch mal die Augen auf. So. Achso. Heilen. Weil dieser Tempel wird jetzt, also diese Burg ist jetzt schon eine Herausforderung, weil wir jetzt einfach schon fast keinen Bader mehr haben. Genauso wie ich es gesagt habe, ne? Wir kriegen maximal diesen Drachen dann wieder hin. Aber ich, also hätte gewettet, dass wir vielleicht wieder zwei Drachen schaffen, aber nur hätten wir uns wieder als Tier verwandelt und uns irgendwie hier an allem vorbeigesneakt. Das sneakende Schaf wäre das dann gewesen. Ja, komm doch.
guck. Huch. Fast übersehen. Eine Lichtspruchrolle. Ist das ein Zeichen? Oder doch von meinem Team nur frei erfunden? Wir werden es nie erfahren. Ein Bücherregal. Nee. Ey, der darf nicht mit mir Flummi spielen. Was soll das? Ja, vielleicht hätte ich zuerst den Raum checken sollen, bevor ich ganz gierig zu dem Loot renne. Gehen wir mal in den anderen Raum hier. Das ist ein Hebel? Nee, eine Fackel, die aus ist. Mich interessiert mal eine Sache. Wie viel Schaden kriegt der hier von meiner Waffe? Okay, gar keinen, weil der zu blöd ist. Ja, es ist... Er ist ein Zauberer. Boah. Nee, ich weiß schon, warum wir Zauberer geworden sind, was das angeht. Also, die haben halt einfach nicht genug Schaden für sowas mit der Waffe. Das ist in meinem ganzen Spiel auch nichts Besseres, finde ich. Ich habe ja literally alles behalten. Wir können nichts anziehen, was sich lohnen würde. Es gäbe erst... Ja, die Waffe theoretisch, ne, wegen 105 Schaden. War Kack-Scaling halt, ne? So richtig geil werden erst die hier 110, 42 Stärke, ne? Selbst hätten wir uns nur Stärketränke gemacht, hätte das bei weitem nicht gereicht. Bei Far nicht gereicht. Folter-Axt. Entspannt. Ein Lederbeutel. Schon wieder die Spruchrolle, um uns in den zu verwandeln, den Schattenläufer. Die Stats von so einem Schattenläufer sind halt echt gut, ne? Wie einfach alles vollgepackt ist, gefällt mir. Die haben hier einfach gelesen. Jagd und Beute. Was ist ein Hebel? Ja, entspannt. Dann gibt's erstmal Mana-Trinke. Wie zu wenig Rohstoffe. Ach, die habe ich alle gefressen gerade eben, ne? Wir hatten irgendwie 8. Wir machen mal 2, 4. Sechs. Natürlich. Platziere in dem Raum, wo du eine Geheimtür versteckt hast,
in der gelben Türe ist. Ist das ein Dämon? Das ist ja toll. Ja, kannst du nicht hier den Hebel platzieren, um ein verstecktes Ding zu lösen? Ja, der hat erstmal seine Pause. Wir müssen uns hier um andere Dinge kümmern. Da rennt wer? Aber wie haben wir denn beim letzten Mal den Dämon besiegt? Das waren zwei Feuerregen, ne? Literally einfach nur zwei Feuerregen. Aber die haben wir jetzt nicht mehr. Ein Feuerregen müssten wir noch haben. Hm. Nö. Ein Feuerregen, wir haben ein Eiswelle, wir haben... Boah. Kann man dem Angst machen, dass der wegrennt? Weil Untote vernichten ging bei dem Ding leider nicht. Ist ja nicht untot, der Dämon. Der da scheint aber Angst zu haben, oder? Ne! Sie haben sie hintergeschafft. Hacker. Aber da. So, immerhin das mal machen. Kostenlos geheilt. Hat der eine eigentlich wieder so viel ausgehalten jetzt? Check ich nicht. Haben wir die jetzt verbraucht? Naja. Ich wollte eh Licht machen. So. Ja, da war ja was. Kommen Sie. Ja, jetzt kommt der Steingolem. Ich wusste es. Dafür haben wir nämlich nicht die Waffe ausgerüstet. Oh, der kann auch durch. Ping-Pong, hey. Okay, auf den einen müssen wir noch warten. Der kommt ja safe hier vorbei.
Ja, was ist denn jetzt los? Egal, wir rüsten jetzt die andere Waffe aus dem Killing Goblin. Angriff. Natürlich. Wie viele Hits haben wir dem schon gegeben und kein Crit? Oha! Das muss ja ultra unwahrscheinlich gewesen sein. Das war der erste Crit gerade. Wir haben doch eine über 30%ige Chance zu critten, oder? Das ist ja jetzt richtig wild gewesen. 35% Chance. Sogar mehr. Warte. Dem Ding sind es ja sogar 40% Chance. Das heißt, wir haben mit kaum 8 Hits nicht 40% gehabt. Sehr unwahrscheinlich. Wir müssen doch auf den Typen leider warten. Tut mir leid. Wollen wir mal Fackel raussuchen derzeit. Dauert ja, bis der kommt. So, haben wir Licht? Können wir hier Licht anmachen damit? Nee, wird zu fortschrittlich wahrscheinlich. Kämpft der Dämon auch gegen Echsenmenschen? Oder Steingolem? Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Was ist das denn jetzt hier bitte? Okay, wie wär's mit Gewitter? Werden wir viele von brauchen. Hardest hitting spell ist aber wahrscheinlich wirklich Gewitter bei uns. Mal speichern. Und dann, achso, können wir ja ausprobieren. Ja, wenn er mich angreifen will, kann der Kollege gern machen von dem. Wir werden nicht mehr gegen den Drachen kämpfen können mit ohne Mana jetzt hier. Und wir können wirklich nichts anderes machen außer Unwetter. Mana-Extrakt. Zu gütig. Dreimal volles Mana haben wir im Prinzip noch und das war es komplett schon jetzt. Alles, was wir kriegen konnten. Ach, der ist stehen geblieben, damit er nicht in... Ach so.
Das wäre ja auch noch in das Unwetter von mir reingerannt. Das wäre ja kacke, ne? Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ich will meine Fackel wieder haben. Nichts zu holen. Was für plündern? Ja komm, machen wir den Golem noch zur Completion hier. Ja, guck, so schnell kann das eigentlich gehen. Nicht 8 Schläge hintereinander, kein Crit. Das sind alles Bergkristalle hier. Boah. Da muss ich mir erstmal die Fackel wieder zurückholen, das ist dunkel. Darkness. Ne, sind doch nicht alles. Doch, die Pickel sind alles Perlkristalle hier. Ah. Da eben mehr aus. Nach mehr aus. Okay, dann gucken wir mal, was der bewacht hat. Hier ist ein Bett. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Och Mann. Geil, der gibt sogar einem einen Dietrich, falls man die Truhe sonst nicht öffnen könnte. So, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Ah, okay. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Boah, sind schon viele Dietrich im S gegangen. Wir müssen kurz mal gucken, wie viele wir noch haben. Ja, 35, alles klar. Den Langbogen. Wenigstens hat der ein gutes Scaling. Was hat das denn jetzt hier? Nicht genau gesehen. Auweia. Ja, das hatte ich geöffnet. Sehr gut. War mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Okay. Haben wir alles jetzt abgescannt hier? Yeet. Da oben ist der Teleporter. Also auch noch so ein Teleporter-Ding. Nicht sogar dieses Pult, dieser Pult, wo man Mangel hat. Das ist nicht dieser Pult, wo man diesen Stein auch draufstellen muss. Kann er den nicht einfach hinstellen? Boah. Kick. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, nice. Nice. Das lohnt sich ja sowieso.
Spoiler, die schreien, ne? Crazy. Warum wachsen hier jetzt diese ganzen Pilze? Und die ganzen Map davor halt keine. Peggy nicht. Lol. Jeet. Klar, dass wir das nicht schaffen. Aber der wollte gerade hinfallen. Gerade so, ah nein, ich bin tot, weil ich bin noch einen halben Zentimeter tiefer gefallen. Nicht zu plündern. Warum steht da dann noch eine Echse? Problematisch ist ein bisschen unsere Mana-Geschichte hier tatsächlich. Dreimal volles Mana ist das tatsächlich. Ne, viermal meine ich. Damit müssen wir den killen können. Naja, gucken wir mal. Oder irgendwo noch mal Pots kaufen, ne? Oh je. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Enos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Wer bist du? Es steht drüber. Wer bist du? Ich heiße Pedrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeiten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Also der Wasserdrache ist der Stärkste, alles klar. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Rune, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden.
Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Ah, chillig. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir mit 4 Mana Aufladung es tatsächlich schaffen, den zu töten. Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Na, mal gucken. Sehr gut, erstmal umgeworfen werden. So. Ganz dringend müssen wir unser anderes Ding anziehen. Wo ist das? Aufgeregt. Achso, ich könnte ja direkt mal speichern, ne? Eigentlich so. Danke, einmal voll. So. Der heilt sich auch jedes Mal wieder. Boah, okay. Was ist denn mit Einfrieren bei dem? Ach, der Zauber ist gedespawnt. Das ist natürlich super. Jetzt aber kommt halt irgendwie instant bei dem Mann, das sieht richtig komisch aus. Gefühlt müssten wir dann bei dem einen Wasserspell einsetzen, oder nicht? Ja, das war ganz entspannt. Was ist denn mit dem Unwetter zum Beispiel jetzt? Ich meine, wir killen unsere eigenen Skelette jetzt. Ne, ja, der heilt sich da auch voll. Das ist schon krass. Heilen die sich so krass? Das können wir ja noch so testen. Also wir müssen eh reloaden, weil wir wahrscheinlich nicht genug Stuff haben. Also untotes Vernichten, ne? Du kann ich. Okay. Blitz haben wir ausprobiert, Goblins haben wir ausprobiert. Können wir mal die Golem ausprobieren? Warum auch immer der hilfreich sein sollte. Hier, viel Spaß. Mach aus Stein Stein. Okay. Ich will nichts verstehen. Einfach auch die Kampfmusik mittlerweile weg. Nice, gefällt mir. Können wir jetzt Golem machen? Der kriegt trotzdem von dem Schaden, obwohl es ein Golem ist, der keinen Feuerschaden kriegen kann. Hey, ein goldener Teller. Wieder Wolfszahn. Ja, das können wir ja vielleicht alles gebrauchen, wenn wir uns noch mehr Tränke kaufen müssten nachher. Was sagt denn der Golem? Ah, der ist vielleicht gleich.
Der hat still full life. Das heißt, wir würden theoretisch einfach so einen Overload wieder an Skeletten machen. Spieladen. Genauso wie wir es hier haben, nur mal unfassbar vielen Skeletten. Damit wir den runterbursten können oder was. Hier steht hier 23.12 Uhr und hier 0 Uhr. Ah, das ist ja ein anderer Tag. Das sieht so ähnlich aus, aber vor 4 Tagen können wir hier noch nicht gewesen sein in den Gebieten. Hier oben, lol. Sehr funny. Egal. Skeletons. Normale Skeletten. Ganz, ganz viele wollen wir davon jetzt. Mittlerweile ist sie nicht mal mehr angreifen, die gerade. Funny. Aber ihr. Hä? Steht fast vor dem Gegner. Oh, danke. Ziele wie möglich gerade noch mal erschaffen. Das war's. Oh, jetzt ist mal ein Stückchen Wasser trinken, ob der auch dabei drauf geht jetzt. Reichen. Oh nein. Aua ey. Aua ey. So, mein Golem. Wo ist der denn gespawnt, Digga? Ist er jetzt irgendwo in der Wand? Ja, wahrscheinlich schon, ne? So wie sich's gehört für das Game. Boah, nee, wir müssen nochmal laden. Das können wir anders machen. Ich lenke den dann selber ab. I guess.
Hä? Ich habe einfach meine Waffe weggesteckt mit dem Kampf. Was hat denn für eine faule Magie? Okay, die Skelette sterben langsam. Nein, nicht Skelett. Mein Mana-Trank ist gone! Ich bin stuck in allem. Ich komme nicht mehr aus dem Inventar raus. Guck mal, er hält ihn in der Hand fest. Ach, Digga, was ist denn gegenwärtig los? Ja, es passiert halt nichts, ne? Er hat genickt. Ja. Guck mal, er wäre fast tot. Und das haben wir gut gespielt. Bisschen. Komm schon, du schaffst es. Ein Hit. Ja, wir haben ihn. Ich kann nur leider nicht speichern. Doch jetzt. Ja. Ist immer easy. Drachenblut, Drachenschuppen, Herz eines Felsdrachen. Toll. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu plündern. Ich vermute, der ein oder andere rostige Zweihänder liegt noch hier. Nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Dieses. Also, das war auch wieder ein krasser Bossfight. Der ist wirklich immer intens bei denen. Aber nicht wegen dem Feld selber. Niella. Okay. No. Hey, Geschicklichkeit. Bogen, hey. Aber wir werden so Schwierigkeiten haben, wenn wir so einen Geschicklichkeitsrun machen würden, hier durchzukommen am Ende. Da ist nichts zu holen. Wir müssen jetzt theoretisch instant zurück, um uns irgendwoher Mana-Tränke zu kaufen. Feuermagier in Nahkampf geht, ne? Dann wisst ihr, das Mana ist knapp. War sogar Level Up. Nice, jetzt haben wir wieder 10 Milliarden Lehrpunkte. Nur dürfen wir wahrscheinlich immer noch nicht in den Kreis 5 aufsteigen. Das dürfen wir erst am Ende des Spiels. Die letzte Mission so. Ja, 5 und 6 kannst du jetzt machen. Das ist so lost einfach. Ja, die Dinger können wir ja eh nicht verwenden. Wir können ja so in die Burg zurück. Aber den anderen Drachen könnten wir nicht mehr machen, selbst wenn wir es wollten.
Nicht mit den Pots hier. Das sind 300er und ein so und solcher. Oh, uff. Das wird noch spannend. Burg. Kümmerliche Vorstellung. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe so einiges gehört. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ich glaube nicht, dass ich da was sehen will. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Ich habe mir das schon gedacht. Ich bin ganz deiner Meinung. Er gibt halt einfach, verkauf mir und gib mir Erfahrung. Kann ich bei dir... Ein Magier? Jemand wird dafür büßen müssen. Ja. Ich hätte wirklich gerne eine Rüstung. Aber ich trage ja von meiner Pastel die höchste Rüstung, so gesehen. Ich glaube nicht, dass ich das war genau. Naja. Garond. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Das hätte ich dir vorher sagen können. Keine Ahnung, sag du es mir. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Irgendwann muss das ja so kommen. Hey! Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Nach dem letzten Angriff der Drachen soll einer von ihnen bei dem Vulkan im Süden verschwunden sein. Ich werde dort nach ihm suchen. Er sagt halt literally das, was der andere Drache uns gesagt hat mit den Elementen, ne? Wobei wir da ja einen schon im Schneegebiet hatten. Aber wenn man hier auf die Karte guckt, links oben, das wird sich nie ändern. Schnee, ganz oben sind drei so kleine Pünktchen, also Einkerbungen in der Map. Da wird auch ein Drache sein, safe. Und unten rechts die Burg mit Stein, dann Feuer, dann Sumpf. Das ne? wird sich nie ändern. Naja, das ist egal. Hätte ich dir vorher sagen können. Genau, die anderen beiden Drachen werden wir uns aber beim nächsten Mal vornehmen. Auch wenn wir jetzt erst halb zwölf haben, aber ich werde mich heute etwas früher vom Acker machen. Das habe ich früher auch immer. Dann kann ich noch ein bisschen was schneiden und bin noch nicht ganz fertig, so weißt du? Steht es in den Heiligen Schriften. Und dann bin ich morgen in aller Frische wieder da. Nach der Arbeit vielleicht, genau. Ne, so wie es dann passt. Und dann mit Outpost Infinity Siege den Rest nochmal farmen, da kommt noch ein großes Update. Ich sage aber hier schon mal für YouTube, ne, euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.